Ganz herzlich willkommen zu Plenum TV, hier bei Regionalfernsehen Oberbayern. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Und das kann sich lohnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratie-Moloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Wir haben halt festgestellt, dass die Bürokratie in diesem Bereich immer weiter vorangeschritten ist und die Zeit für den Dienst am Menschen, für die eigentliche Pflege, leider immer weiter zurückgedrängt wurde. Und vor dem Hintergrund macht es durchaus Sinn, die Dokumentationswut, wie wir sie zum Teil erleben in diesem Bereich, ein Stück weit zurückzudrängen. Jetzt haben wir einen Beschluss hier im Landtag, einstimmig. Jetzt können wir das Thema aktiv angehen. Ich bin froh, dass die CSU jetzt auch sich eingeschwenkt hat auf diese Antragsschiene. Denn wie gesagt, aus der Opposition kamen die Anträge schon häufig. Und jetzt, denke ich, wird es auch zu einer Entlastung der Pflegekräfte führen. ISA 2, Gundremmingen, Grafenrheinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden, mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand gegen dieses Stiftungsmodell auf. Bei diesem Bereich ist es ganz klar gesetzlich geregelt, dass hier das Verursacherprinzip gilt. Das heißt, dass die Atomkraftwerkbetreiber auch für die Kosten bei der Entsorgung aufkommen müssen. Es kann nicht sein, dass die Allgemeinheit für Folgekosten oder für Kosten, die über den Fonds nicht gedeckt werden, aufkommen. Also meine Haltung, klare Absage. Ich bin gespannt, wie da die Verhandlungen auf Bundesebene weitergeführt werden. Und das war's schon wieder von Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Wir sehen uns kommende Woche wieder hier bei Regionalfernsehen Oberbayern.